Hallo, hier ist Klaus Hiestert und unmittelbar von der Pressekonferenz von Pössl am 18. Juli 2020 bringe ich euch die Neuigkeiten, die Pössl für das Modelljahr 2021 bringen wird. Was haben wir denn da? Das ist der Rotscout R. Und Rotscout gehört in die Marke von Globecar mit hinein. Und als Eleganceausstattung gibt es hier eben etwas Neues. Er ist wesentlich edler gemacht. Das sieht man schon an der Ambientebeleuchtung. Das sieht man insgesamt an diesem Fahrzeug, dessen neues Polster hier jetzt aufgeführt ist. Und eben diese Tricolor-Klappen. Da haben wir Grau, da haben wir Holz, Maserung, Holzfaser und das Ganze hier eben in Grau. Das heißt, diese drei Farben, das ist neu. Und neu im Bereich des Rotscout R's, der ja baugleich ist mit dem Rot Camp R aus der Pössl-Linie, ist eben, dass der Kühlschrank jetzt vorne sein wird. Wir sehen, neu ist, dass dieser Kühlschrank eben auch ein Frosterfach hat, was man herausnehmen kann. Es liegt schon so ein wenig unten. Neu ist, dass diese gesamten Tische jetzt wesentlich dünner sind. In diesem Fahrzeug hier sowieso, weil es nur 5,40 Meter lang ist, ist der ganze Tisch kleiner. Aber insgesamt ist das eben neu in diesem Fahrzeug. Neu auch der Aufbau der Toilette. Das heißt, diese Toilette im rechten Bereich ist jetzt ein wenig anders platziert. Das vergrößert nicht insgesamt den Raum des Raumbades, aber größer wird das Fahrzeug allein dadurch, dass eben diese Küche jetzt anders aufgebaut ist. Der 100 Liter Kühlschrank ist an dieser Stelle ja gewichen. Dafür gibt es hier Schubladen und wir haben hier eben einen Herd und eine Spüle, beides zu einem zusammengefasst. Hier hinten haben wir das Bett, natürlich nicht ganz so groß als Querbett ausgelegt. Ein Fenster zu der Seite, das heißt, der Kopf wird also auch an dieser Seite liegen. Das ist ja immer bei den Raumbadfahrzeugen so, dass der Kopf da auf der Fahrerseite ist, sonst eben auf der Beifahrerseite. Neu auch, dass eine Fernbedienung für den Kühlschrank jetzt oben angebracht ist. Neu auch, dass statt eines Faches im vorderen Bereich des Fahrzeuges auch beim Rotscout R jetzt das Ganze offener gestaltet ist. Das heißt, zum Sitzen für vier Personen habe ich hier eine mehr Offenheit, habe ich auch edlere Materialien im Dachbereich an diesem Kurbeldach und das Fahrzeug wirkt wesentlich eleganter. Und für Personen, die mit 5,40 Meter gut zurechtkommen, kann das eine ganz interessante Alternative sein. Neu bei Pössl ist auch der Tuwin S. Und das S steht für Sondermodell. Und dieses Sondermodell ist ein gewisser Ersatz und zum gleichen Preis zu kriegen wie der Tuwin. Und man sieht hier schon im Inneren das Bad, das klassische Bad. Anders aber, im Gegensatz zu dem Tuwin S Plus Modell, ist hier der Kühlschrank. Der Kühlschrank, der zu beiden Seiten zu öffnen ist. Das heißt, von draußen kann man sich sein Dosenbier rausnehmen und schwupps, auf der anderen Seite sind dann die Küchenutensilien zum Kochen. Neu ist, dass die Tische wesentlich dünner geworden sind und eben nach wie vor zum Ausstellen. Neu ist, dass dieses Herdelement gekoppelt ist mit dem Spülelement. Neu ist auch, dass dieser Wasserhahn relativ groß nach oben hin zeigt und man auch Literflaschen öffnen kann. Neu ist auch die Anordnung von Waschbecken und von Toilette hier im Bad. Das eben ist anders. Da sind Kleinigkeiten, die anders geworden sind. Neu aber auch ist der offene Durchblick durch dieses Fahrzeug. Also man kann jetzt von vorne nach hinten hindurchschauen. In vielen Fahrzeugen ist diese Konstellation so dabei. Wollte die hintere Person wirklich schlafen, müsste man hier einen eigenen Vorhang mit hineinziehen. So viel zu diesem Tuwin S Plus Modell, das es zum gleichen Preis geben wird wie den Tuwin Plus. Neu ist, dass es den Trenter nun auch als 600er Modell gibt. Bis dato war das ja als 30 Jahre Pössl Jubiläumsmodell lediglich auf 6,40 Meter beschränkt. Und jetzt gibt es dieses Fahrzeug eben auch in 6 Meter Länge. Bedeutet, wir haben hinten Querbetten eingebaut. Und ansonsten ist in vielen Nuancen das Fahrzeug gleich wie der Trenter 6,40 Meter. Hier also das Sonderpolster Paco. Diese helle
lichtdurchflutete Optik nach hinten hin, ist also kein störender Kühlschrank, denn der Kühlschrank ist im vorderen Bereich des Fahrzeugs angebracht. Hier der Kompressorkühlschrank, leider nicht auf Gas laufend. Wie im Trenta auch, ist nach vorne eben die ganze Optik offen gehalten, so dass man sich da auch ohne den Kopf zu stoßen, sich auf die beiden Vordersitze, die man umdrehen kann, setzen kann. Neu ist auch, dass statt einer Schiebetür jetzt eine Holztür mit dabei ist, die vielleicht ein bisschen klapperig wirkt. Ja, das mag ich kritisieren, aber ich bin mir sicher, das wird sicherlich noch verbessert werden. Oder dieser Stecker wird ein bisschen härter angezogen. Neu ist die Konstellation auch hier im Bad, wie man sitzt. Das kannten wir schon vom Trenta. Und übernommen vom Trenta hat man eben auch das große Waschbecken. Schwupps, hier fehlt leider die Abdeckung des Glases. Üblicherweise ist da eine Holzabdeckung drauf, aber die würde während der Fahrt durch die Gegend fliegen. Dass der Herd recht groß mit Piezo-Zündung versehen ist, ist altbekannt. Und im hinteren Bereich des Fahrzeugs sehen wir, dass für zwei Personen die Möglichkeit besteht, quer zu schlafen. Der Kopf wird sein auf der Beifahrerseite und dementsprechend ist hier auch das Fenster mit angebracht. Wir sehen klein versteckt, und es sind ein paar Details, eben auch ein Regal im hinteren Bereich des Bades. Das ist diesem Spiegelschrank geschuldet, den man hier quasi ja eingelassen hat in die Wand, und wenn man ihn aufmacht, sieht man, dahinter verbirgt sich eben die Möglichkeit, auch noch die ein oder andere Kosmetikutensilie zu lagern. Dass diese großen Fächer von hinten zu öffnen sind, also nicht mehr mit diesen Pushlocks, war ja schon eine Geschichte, die der Trenta im letzten Jahr ausgezeichnet hatte, dass eben hier vom Material her hochwertige Dinge in Silber- oder in Chromoptik verbaut worden sind. Das hatten wir ja auch schon gesehen. Also möglicherweise ist der Trenta 600 eine Alternative für Leute, die querschlafen wollen. Ich bin gespannt, was letztendlich an Preis rauskommen wird. Pössls Touring Vario ist ein alter Bekannter. Ein Bekannter, der durch seine Höhe von über 3 Metern mit diesem GFK-Dach besticht und eben auch als Fahrzeug für 4 Personen geeignet ist, obwohl seine Länge lediglich 6 Meter beträgt. Gehen wir hinein, dann sehen wir als Neuerung ein bisschen ambiente Beleuchtung. Hier in diesem Bereich, hier in diesem Bereich. Wir sehen als Neuigkeit, dass wir ein Schwenkbad haben. Schwenkbad eben nicht in der D-Line, sondern ausschließlich in der H-Line zu kriegen. Und dazu gehört auch diese Manufaktur in Zellingen, hat eben dieses Schwenkbad hier eingebaut, und es glänzt durch seine extreme Höhe. Das heißt auch für Hochgewachsene, wie jetzt mich, sehr gut geeignet, auch darin duschen zu können. Neu bei diesem Fahrzeug eben auch, dass es jetzt eine Möglichkeit gibt, diese Leiter zu verstauen. Eine Leiter, die hinter dem Bad es ermöglicht, das obere Bett, was sich auf der anderen Seite befindet, zu besteigen. Und dieses Bett ziehe ich einmal runter. Und dadurch, dass das Fahrzeug so hoch ist, habe ich mit diesem Bett die Möglichkeit, mit 2 Personen mit guter Kopffreiheit zu schlafen und dennoch unterhalb des Fahrzeuges, unterhalb des Bettes gleichzeitig zu sitzen. Mit einer verbleibenden Stehhöhe von 1,73 Meter ist es für kleine Leute eben sogar wirklich zum Stehen möglich, aber allemal zum Sitzen. Dadurch, dass auch in diesem Fahrzeug der Kühlschrank jetzt vorne im Eingangsbereich, also auf der Stirnseite ist, ist es eben eine Neuerung, dass wir hier eine Spüle haben, die integriert ist mit dem Herd, und statt dem vorherig angebrachten Kühlschrank, der quasi hier komplett von oben nach unten hinging, haben wir jetzt eine offene Sichtachse. Das also als Neuerung, eben auch als Neuerung, dass der Kühlschrank zum Beispiel von hier vorne bedient werden kann, anstatt dass dieses Modul unmittelbar eingelassen ist in den Kühlschrank selber. Der Kühlschrank glänzt durch Größe. 100 Liter Stauraum an Möglichkeit, zusätzlich ein Frosterfach, neues. Dieses Frosterfach lässt sich eben auch entfernen, und dann hat man ein noch größeres Kühlschrankvolumen. Der Kemskaut, das Pendant zum Rotcruiser von Pössl in der Marke Globcar, ist eben komplett überarbeitet worden. Diese Eleganz-Ausstattung glänzt jetzt wirklich durch Eleganz, und zwar im Innenbereich. Im Außenbereich auch
durch diese Deluxe-Seitsfenster und durch diese Carbon-Optik, aber hauptsächlich im Innenbereich. Die gesamte Linienführung ist wesentlich mehr abgerundet. Das sieht man hier, das sieht man in dem Bereich der vorherigen Kanten des Sitzblockes, das sieht man auch an den Polstern, die eben Lounge-Polster heißen, und man sieht es an diesem Wohndekor von innen, Oxford genannt. Wir haben nachher Licht, nach wie vor Licht durchflutet, ähnlich wie beim Trenter, kein Fahrerhaus-Staufach hier oben, sondern wir haben eben eine offene Möglichkeit, auch zum Sitzen mit vier Personen hinreichend Kopffreiheit zu genießen. Neu eben dieses Küchenmodul. Es ist gewichen diesem alten Küchenblock, der ja recht eckig und eben auch konisch zulaufend war, hier noch stärker zulaufend konisch, und durch die abgerundeten Kanten vorne hat man eben auch nicht mehr so viel Stirnfläche. Neu in diesem Bereich, dass man hier eine aufsetzbare Arbeitsplattenerweiterung hat. Das ist vielleicht noch nicht das Gelbe vom Ei. Neu auch, dass man hier eine sogenannte Sicherung hat. Ich öffne das Ganze mal. Das macht man mit dieser Schalterung. Und dann habe ich die Möglichkeit, diese einzelnen Schubladen auch zu öffnen. Die Schubladen sind also von rechts nach links gehend. Dadurch ist die untere auch nicht mehr ganz so groß, aber es gibt eben da diese Möglichkeit der Neuerung. Geschlossen die Sicht nach hinten hin, dadurch, dass ich diesen Kühlschrank hier habe, das ist der Kühlschrank im oberen Bereich, keine Ahnung, ob es auch noch den Absorberkühlschrank geben wird, den wir insbesondere wegen der Autarkie so stark lieben. Wir öffnen mal die Fenster und sehen die Längsbetten. In diesem Bereich ist eigentlich alles gleich geblieben. Zumindest die Anordnung der Schränke ist gleich geblieben. Lediglich die Optik hat sich verändert. Im Bereich des Bades ist eigentlich auch alles gleich geblieben. Nichts hat sich dort verändert. Das soweit zu den Neuerungen dieses Campscouts. Das ist der Summit 600 Plus, eins der Volumenmodelle, also der Fahrzeuge, die in großer Stückzahl von Pössl auf den Markt geworfen werden. Das Plus steht für all diese Plus-Optionen, wie zum Beispiel diese 15 Zoll Alu-Reifen, wie zum Beispiel Tempomat, Traktion. All diese Dinge sind hier bereits im Preis mit integriert. Was ist neu? Neu ist hier auch der Kühlschrank an der Stirnseite, der zu beiden Seiten zu öffnen sind. Neu ist auch im Bereich des Bades, dass man hier ein anderes Waschbecken aufgesetzt hat, das hier ja als Kunststoffschale ein bisschen edler, ich glaube dem Adrian nachempfunden, eben eine Waschschüssel, so nennen wir das Ganze mal, mit diesem hoch angelegten Wasserhahn. Ansonsten ist alles gleich geblieben, inwieweit sich da auch der Preis angleicht, da müssen wir eben gucken und uns nochmal informieren. Im Bereich hier in der Küche sieht man also eben eine ganz andere Aufteilung. Dadurch, dass der Kühlschrank hier weggefallen ist, hat man jetzt eben ein relativ großes Fach, wo man auch Kleider aufhängen kann. Eine Geschichte, die den Pössl ja bis dato auszeichnete, ist eben dieses Fach, in dem man die Kleider aufhängen kann. Jetzt sehe ich, die Kleiderstange ist nicht mehr mit drin, vielleicht kommt das eben noch optional und ist nur in diesem Prototypen nicht mit dabei. Aber das sind Dinge, die für zwei Personen durch den Preis und durch die Funktionalität dieses günstige Auto eben auch besonders auszeichnet. Ein Problem, was nach wie vor in der Produktionsstätte in Vielbrunn vorherrscht, ist die Lieferproblematik. Das heißt, dadurch, dass der Preis so günstig ist, sind auch die Bestellungen so viel und die Lieferzeit bei diesem Auto ziemlich arg in die Länge gegangen. Hoffen wir, dass Pössl fürs Modelljahr 2021 das eher in den Griff kriegt. Und auch das ist neu für das Modelljahr 2021, der sogenannte Camp Star. Und dieser Stern, der hier steht, bezieht sich auf den Stern, der hier hinten steht. Und dieser Stern, dieser Mercedes-Stern, ist die Basis dieses neuen Fahrzeuges für den Campster, und es gibt ihn auch für den Vanstar. Und dann heißt das Ganze eben auch Vanstar. Ein Mercedes Vito oder die Mercedes V-Klasse sind Basisfahrzeuge für eben die Ausstattungslinie Vanstar, lediglich mit einem Aufstelldach, lediglich mit drehbaren Doppelsitzen und dann mit einem Alibi Herd, oder eben auch die Ausstattungslinie
Kempster und das kennen wir aus dem Kempster, der auf Basis des Space Tourers produziert wird, bereits mit dieser herausnehmbaren Küche, mit dem Kühlschrank, der jetzt hier integriert ist und eben dem Heckmöbelstück. Das heißt, das ist wirklich auch als mehr als ein Wochenend-Campingfahrzeug geeignet. Hier vorne sehen wir jetzt noch den Tisch und hier sehen wir eben auch noch eine Form der Bestuhlung. Man hat alle Möglichkeiten, sich bei Mercedes eben die Grundkonfiguration dieses Fahrzeugs zusammenzustellen. Das heißt, die gesamte Optionspalette rauf und runter bis hin zum AMG 240 PS Motor geht eigentlich alles, ob Automatik, ob Allrad, diese Möglichkeiten sind komplett mit drin. Es gibt ein paar Neuigkeiten eben auch in diesem Modell des Campsters speziell zur Küche. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen zeigen. Wir kennen ja schon, dass hier 10 Liter Frischwasser und 10 Liter Abwassertank integriert sind und bis dato musste man diese Küche herausnehmen, wozu viel Muskelkraft erforderlich war und da hat man sich nun etwas Neues ausgedacht. Wir sehen die Mechanik hier unten, das heißt, es gibt einen Drehmechanismus. Ich bin also in der Lage, bei geöffneter Schiebetür auf der Fahrerseite diesen Kühlschrank nach diese Küche nach draußen zu setzen, sie auch abzustützen unten, so dass man quasi auf dieser Seite des Fahrzeuges draußen kochen kann. Das glaube ich als ganz gute und neue Möglichkeit. Das Ganze ist noch im Prototypstadium, aber das zumindest ist der Plan. Und die große Mission, die Pössl eben dahinter sieht, jetzt seine Basisfahrzeuge für den Campster und Vanster zu erweitern, ist ganz klar ein starker Angriff auf den VW Beach, auf den VW Ocean. Das heißt, diese Stückzahlen und diese Fahrzeuge werden zu 20.000 oder 12.000 eben produziert. Da will man angreifen und da kommt man allein mit dem Space Tourer als Basisfahrzeug nicht weiter und deswegen eben diese Variante. Bleibt abzuwarten, wann das Fahrzeug kommt. In der neuen Produktionsstätte in Erfurt, die aber erst im nächsten Jahr eröffnen wird, ist eben geplant, dieses Fahrzeug zu bauen. Dort wird auch eine komplett neue Möbelproduktion eingerichtet. Das dauert ein bisschen länger. Dort wird dann eben auch mit Robotertechnik dieses Dach, dieses Aufstelldach quasi eingebaut. Dazu muss also bei bestehendem Fahrzeug das Ganze aufgeschnitten werden. Das geht mit Lasertechnologie und da ist eben Roboterunterstützung wesentlich angenehmer, als wenn das Leute rein manuell machen müssen. Das heißt, im oberen Fahrzeugbereich haben wir hier nach wie vor ein Bett für zwei Personen. Im unteren Fahrzeugbereich optional eben auch noch ein weiteres Bett. Und dadurch, dass der Grundrahmen ein bisschen länger ist, nämlich 18 cm länger als das andere Fahrzeug der Space Tourer, gibt es vielleicht noch die ein oder andere Möglichkeit mehr, sogar ein kleines Porta-Potti in den vorderen Bereich hineinzustellen. Und was kommt raus, wenn wir jetzt den Trenta 600 und den Camp Scout in der Elegance-Ausstattung kreuzen? Richtig. Genau das, nämlich ein Globescout. Und auch der in der Elegance-Ausstattung steht uns hier zur Verfügung. Und wir gucken mal, was denn hier mit drin ist. Wir sehen die neue Linienführung mit den abgerundeten Kanten an der Küche, die eben ein bisschen kleiner ist. Wir sehen dieses Waschbecken, was versehen ist mit dem großen Wasserhahn. Wir sehen eben auch die Verschlussmöglichkeit, die Zentralverriegelung für die darunter befindlichen Schubladen, sodass die nicht während der Fahrt alle einzeln verriegelt werden müssen. Und wir sehen eben diese neue Badform, bekannt aus dem Trenta 600. Das ist eben eine Schiebetür, bestehend aus den einzelnen Holzelementen, die zugezogen wird oder auch während der Fahrt offen gelassen werden kann. Beides ist möglich. Wir sehen hier diesen eingelassenen Spiegelschrank und dahinter verbirgt sich die Möglichkeit, auch Elemente zu lagern und vielleicht noch ein nettes kleines Gimmick. Wir sehen, dass man die Toilettenrolle hier eingelassen hat. Das heißt, sie liegt hier dahinter und ist eben abrollbar. Inwieweit das praktikabel ist, wird sich in der Praxis beweisen. Die Möglichkeit hier auch an diesem Fahrzeug mit offenem Fahrerhaus nach oben hin, kein großes Dachstauchfach mehr, aber dafür mehr Kopffreiheit für die darunter sitzenden Personen in der Halbdinette. Und es handelt sich hier um ein 6 Meter Fahrzeug statt der Längsbetten, die wir im Camp Scout haben, hat der Globe Scout in diesem Fall ein Querbett. Das heißt, zwei Personen müssen leider so ein bisschen übereinander steigen, aber auch die optische Linienführung mit den Dachstaukästen in alle drei Richtungen zieht sich hiermit durch.
Der Kühlschrank hier ist von unten und drüber eben ein relativ großes Fach, ein Kleiderschrank. Das heißt, wer es mag und quasi diesen Kleiderschrank im vorderen Bereich bevorzugt und dann eben auch eine gewisse Trennung der Räumlichkeiten hat, nämlich hinten und vorne. Das lässt sich noch nicht ganz schließen, da müsste man vielleicht noch einen kleinen Vorhang mit einziehen. Für den ist dieses Fahrzeug als relativ elegante Alternative zu den Tuwin Plus Modellen, zu dem Tuwin R Plus Modell eben auch denkbar. Pössl wird in diesem Jahr nicht den Caravan besuchen und eben mit einer kleinen Karawane durch Deutschland ziehen. Unterschiedliche Händlerveranstaltungen in Deutschland und eben auch mit diesem Roadshow Lightwolf, ja, dem Fahrzeug von Markus Wahl, wird es eben geben. Markus, wir wollen nicht verschweigen, dass du als Lightwolf eben auch einen speziellen Spoilersatz sechsteilig für alle Längen in Schwarz zur Selbstmontage zur Verfügung stellst. Und wir sehen schon im äußeren Bereich hier unten diese geschwungene Form. Also wer es optisch mag, der kann diese Dinge eben an seinem Fahrzeug auch integrieren. So viel zu den Neuigkeiten der Pressekonferenz von Pössl am 18.07. Ihr werdet Neuigkeiten finden, nachdem wir zu bestimmten Modellen 360-Grad-Videos verfilmt haben. Und zwar die Möglichkeit für euch selbst zu gucken, wohin ihr wollt. Und das haben wir von den unterschiedlichsten Fahrzeugen gemacht, die hier in diesem kurzen Film einmal dargestellt worden sind. Das heißt, ihr schaut hier wieder rein und seht dann weiter oben entsprechende Links. Oder aber ihr abonniert den Kanal und bleibt auf dem Laufenden, welche 360-Grad-Filme eben die kompletten Neuerungen für euch von diesen Fahrzeugen für das Modell der Pössl 2021 eben vorhält. Konkrete Informationen zu den Preisen, die haben wir heute hier noch nicht erhalten, gibt es eben auch bei uns. Sucht da gerne das persönliche Gespräch und ihr wisst, mit Pössl Online seid ihr immer ganz vorne dabei. Bis dahin und tschüss.